Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und ja, um was geht's heute? Heute geht es um ein Thema, das mich jetzt schon, ja, ich sag's mal so, es regt mich einfach auf. Es ist jetzt langsam mal gut und ich finde, es sollte mal auch mal erwähnt werden. Um was geht's? Um das Tesla-Bashing. Ja, Tesla-Bashing in jeglicher Form, wenn ein Tesla-Auto einen Unfall hat, erscheint es sofort in den Medien. Vorzugsweise natürlich dann, wenn der Tesla-Fahrer ums Leben kommt, was natürlich schrecklich ist. Aber ich verstehe nicht, warum jeder, wirklich jeder Unfall mit Todesfolge sofort in den Medien aufgebauscht wird. Es ist wirklich ein, wie soll man sagen, Fokussieren auf den einen Hersteller, zuckt da irgendwo was hoch und sofort hängt man dran und muss meinen, dass man das sofort wieder publik machen muss und in allen Medien breit treten. Und ja, was war wieder passiert? Unlängst ist in den Niederlanden ein Tesla-Fahrer wohl aus welchen Gründen auch immer gegen einen Baum gefahren. Und das Problem war, er war einfach nicht mehr zu retten. Das Auto war so zerstört und die Feuerwehr ist halt dann hingekommen und hat gesehen, okay, da ist keine Chance mehr, den lebend aus dem Auto rauszubringen. Der war schon verstorben, wie sie eingetroffen sind, und es war anscheinend Verletzungen, die mit dem Leben nicht mehr vereinbar sind. Dass man quasi denjenigen nicht mehr hätte retten können. Und dann muss wohl, ich habe es jetzt bloß aus einigen Medien nicht gelesen, das Fahrzeug dann auch noch Feuer gefangen haben. Und dann hat man also entschieden, man lässt es kontrolliert abbrennen, aber lässt erst einmal halt die Leiche im Fahrzeug und rettet sie erst dann, wenn das Fahrzeug kontrolliert abgebrannt ist. Mit dem Hintergrund, dass man halt sagt, okay, wie, so deformiert wie das Fahrzeug war, ist man sich nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt nicht die Batterie irgendwo eben dann noch Spannung führt und zur Sicherheit der eigenen Leute bringt man also die Leute nicht in Gefahr, sondern lässt es halt einfach dann abbrennen. Und dann gingen die Medien natürlich los. Dann ging es los. Ja, und die Feuerwehrleute sind nicht ausgebildet und hätten gar nicht gewusst, was sie da zu tun haben. Schwachsinn. Die Feuerwehrleute, vor allem in den Niederlanden und vor allem die Feuerwehr, hatte eine Ausbildung. Das steht fest. Und was auch feststeht, ist, dass immer bei allen Einsätzen, bei allen Notfalleinsätzen, egal Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, als allererstes ist die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Das ist das oberste Gebot. Boah, habt ihr das gesehen, den Stinker? Alter Schwede, das gehört auch verboten, das Auto. Das ist das oberste Gebot, dass die Einsatzkräfte den Eigenschutz beachten. Denn was nützt mir das, wenn die jetzt da die Leiche vielleicht dann halt versuchen zu bergen, ohne dass er halt dann von dem Feuer noch gar verstümmelt wird. Tod ist tot, also es bringt nichts. Ne? Und dann noch die eigenen Leute in Gefahr zu bringen, also das muss nicht sein. Ne? Von daher haben die alles richtig gemacht. Das Wichtige ist Eigenschutz. Selbst wenn ich jetzt zum Rettungsdienst, zum Rettungswagen irgendwo hinkomme und ich sehe einen Verletzten, aber ich merke, da wo der liegt, bringe ich mich selber in Gefahr. Dann warte ich auf Spezialkräfte, die denjenigen aus dieser Situation rausbringen können. Da gehe ich nicht selber rein. Beispielsweise. In einem Silo. Wenn da jemand im Silo halt umgekippt ist unten drin, weil halt da nicht mehr genug Sauerstoff ist, sondern halt sich das Kohlendioxid da angesammelt hat in einem See, steige ich da nicht rein und hole ihn raus, weil dann liege ich selber daneben. Nur mal so, solche Sachen halt, ne? Ja. Oder ich komme hin und ein Fahrzeug brennt. Als Rettungsdienst habe ich da keinen Auftritt. Da warte ich, bis die Feuerwehr kommt. Ist egal, ne? Also ich kann
Oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwo sind Schusswaffen gebraucht. Dann versuche ich auch Abstand zu halten und lasse erst die Spezialkräfte, Polizei oder Einsatzkommando, halt die Situation klären. Also das Wichtige ist, der Eigenschutz ist die oberste Prämisse bei jedem Notfalleinsatz. Und auch hier hat die Feuerwehr den Eigenschutz als erste Prämisse gestellt. Sie wussten nicht hundertprozentig, ist das Fahrzeug stromlos, weil wohl der Akku so deformiert war und das Fahrzeug so deformiert war, dass es also nicht mehr nachzuvollziehen war oder nicht mehr sicherzustellen war, dass tatsächlich das Fahrzeug ohne Strom ist. So, und dann haben wir es eben kontrolliert abbrennen lassen und danach erst halt eben die verkohlte Leiche halt dann rausgeholt aus dem Auto. Ist ja in Ordnung, ne? Ja, und da geht dann natürlich gleich der Shitstorm los und ja, und die Feuerwehr braucht eine Ausbildung und hier, der ist gestorben, weil eben es ein Elektrofahrzeug ist und die Feuerwehr keine Ahnung hatte. Vollkommener Blödsinn. Vollkommener Blödsinn. Ne? Und warum sieht man immer diese Beiträge dann so aufpoppen in den Medien? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Die nächste, was noch gefehlt hätte, ist, Autopilot schickt Fahrzeug an den Baum. Sowas hätte noch gefehlt. Ne? Also Gott sei Dank kam das nicht, aber das ist wahrscheinlich dann irgendwo in irgendwelchen Boulevardblättern, dann kann man das wahrscheinlich dann lesen. Ne? Also alles totales Tesla-Bashing im Moment. Ja, wer steckt dahinter? Na ja, klar, wer bezahlt die Automobilkonzerne? Wer bezahlt die Medien? Das sind die Werbeträger. Und wer ist Werbeträger? Die Automobilkonzerne. Ne? Ja, also da brauchen wir nicht drüber reden. Da läuft ja im Moment einiges falsch. Ich würde mir wünschen, dass hier eine ausgewogenere Berichterstattung stattfindet. Man liest nichts über einen Audi, einen VW oder einen Mercedes, wenn da jemand umkommt ums Leben. Das wird dann halt vielleicht in den lokalen Nachrichten mal erwähnt. Na, oder wenn es ein größerer Unfall ist, kommt es halt auch in die Nachrichten. Aber da liest man nichts. Ne? Also da wird auch nicht gefragt, ja, sind die Abgase denn schuld an dem Tod des Fahrers? Das könnte man ja auch fragen. Ne? Also ich meine, jetzt gerade mit diesen Dieseldiskussionen, wo die Deutsche Umwelthilfe da die Klagen eingereicht hat, weil eben in Deutschland 10.000 Leute im Jahr sterben an den erhöhten Abgaswerten, die wir haben. Das ist nachgewiesen. Ne? Und da kräht auch kein Hahn danach. Ne? Das findet man nicht in den Medien. Ja. Wir haben mehr Tote durch die Umweltvergiftung als im Straßenverkehr. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ne? Also das ist schon harter Tobak. Ne? Ja. Was mich dann gewundert hat, ist, dass es einen Bericht von einem Verbrenner gab. Und das ist dann tatsächlich ein bisschen aufgebauscht worden. Und warum? Weil das auch kein konventioneller Verbrenner ist. Also keiner, der mit Diesel oder Benzin fährt, so wie es der Großteil der Fahrzeuge ist. Nein, das ist ein Gasantrieb gewesen. Da hat wohl einer sein Fahrzeug halt mit Gas betankt an einer Tankstelle und dann gab es eine Explosion. Ist das Auto explodiert oder was auch immer da explodiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es eine Explosion und das war wohl bei einer Tankstelle der Marke Aral. Und daraufhin hat Aral seine Pächter angewiesen, bis auf Weiteres kein Gas mehr zu verkaufen und bis auf Weiteres halt die Gaslieferung eingestellt. Das finde ich ja so lächerlich, ne? Also es ist unglaublich. Würde jemand auf die Idee kommen zu sagen, da ist schon wieder ein Benziner abgebrannt, weil ein Leck im Tank war und da müssen wir sofort alle Tankstellen einstellen, weil das ist ja so gefährlich, macht kein Mensch. Aber passiert einmal was mit einem Kraftstoff, der nicht so weit verbreitet ist, dann wird gleich Betrieb eingestellt und die Fahrzeuge mehr oder weniger stillgelegt, weil sie keinen Treibstoff mehr bekommen. Also es ist sowas von lächerlich, was da im Moment abläuft, das kann man gar keinem sagen. Ne? Jo, ja, auf jeden Fall
würde ich mir von den Medien wünschen, eine bessere Berichterstattung zu machen, eine neutrale Berichterstattung und bitte lasst sein. Es wird sich in Zukunft vieles ändern in der Automobilbranche und gerade die neuen Player, die brauchen die Unterstützung. Wenn die alten nicht funktionieren oder nicht für die Umwelt was machen wollen, dann tut es mir leid für die alten, aber dann müssen sie halt auf der Strecke bleiben. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Berichterstattung wünschen, die also in Richtung mehr Umweltschutz geht. Ein Beispiel, das extra, was ich da, also reell war es gestern, aber wahrscheinlich bis das Video halt live geht, dauert es ein paar Tage, also das war wahrscheinlich letzte Woche. Also dann, wenn das Video ausgestrahlt wird, extra Nummer 20 gesagt habe, dass eben in Düsseldorf jetzt ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge kommen wird. Spätestens am 01.01.2018 wird es da soweit sein, dass da aller Wahrscheinlichkeit keine Dieselfahrzeuge mehr nach Düsseldorf reinfahren dürfen, was vollkommen korrekt ist. Daraufhin habe ich ein bisschen noch mehr recherchiert, weil ja, das Thema ist immer mal wieder am Rande aufgepoppt, aber so richtig in den Medien hat man es nicht gesehen. Und was mich gestört hat an dem Ganzen, es gab dieses Gerichtsurteil und in der deutschlandweiten Presse, also in der, war nur vereinzelt was davon zu lesen. Ich habe es zufällig halt eben in einem Fokusartikel gesehen, wobei ich jetzt da nur zufällig drauf gestoßen bin, weil Fokus ist jetzt nicht unbedingt meins. Nee, es kam über einen Twitter-Kanal, habe ich das bekommen und dann bin ich also eben auf diesen Fokusartikel gestoßen. Und dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und es sind tatsächlich schon etliche Gerichtsurteile da. Es wird nur nicht publik gemacht. Beispielsweise wird jetzt hat jetzt die Deutsche Unfallhilfe für die Stadt München eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragt, weil die Stadt München nicht den richterlichen Beschluss umgesetzt hat, einen Luftreinhaltungsplan aufzustellen, beziehungsweise einen aufzustellen, der Wirkung zeigt. Also die sind wohl verurteilt worden, einen aufzustellen, haben einen aufgestellt, es hat nichts gebracht. Natürlich, weil sie die Dieselfahrzeuge nicht aus der Stadt raus haben. Und die meisten, die Dieselfahrzeuge haben das Problem mit dem Stickstoffoxidausstoß, also NOx-Ausstoß und natürlich auch mit dem Feinstaub. Und das Problem ist, solange die Dieselfahrzeuge nicht aus den Städten draußen sind, wird das keine Besserung bringen. Und es ist nachgewiesen, wie gesagt, dass über 10.000 Menschen schon alleine in Deutschland gestorben sind durch eben Dieselfahrzeuge in den Städten. Und die Städte machen nichts. Die sagen, ja, jetzt kommen, da langt, wenn die Umweltplakette kommt. Nein, das Gericht hat beschlossen, das genügt nicht, darauf zu warten. Es muss vorher eine Maßnahme passieren. Die jetzigen Verkehrsregeln erlauben es schon, Verkehrsschilder aufzustellen, damit Dieselfahrzeuge aus den Städten bleiben. Das Verkehrsschild der Wahl wäre Verbot für kraftbetriebene Fahrzeuge und drunter eben dann das Zusatzschild gilt nur für Dieselfahrzeuge. Das ist rechtens heute schon möglich, das können Städte anordnen, machen sie aber nicht. Ne? Und da gibt es einige Städte, die da schon verurteilt wurden, aber noch nichts getan haben und da wird jetzt die Deutsche Umwelthilfe halt eben Zwangsmaßnahmen vollstrecken, was dann bis zu, also es wird dann, wenn da nichts passiert, wird halt dann irgendwann einmal Zwangsgelder verhängt auf denjenigen, der halt dafür zuständig ist und wenn das nicht passiert, dann kommt Zwangshaft. Das heißt, dann wird der Behördenleiter in Gewahrsam genommen und muss halt dann, ich hoffe mal, dass es nicht so weit kommt, aber das ist angedroht. Ne?
Ja, bin ich mal gespannt, was die Entwicklung da betrifft. Davon hört man nämlich nichts in den Medien. Das hört man von den lokalen Zeitungen ab und zu, wenn man wirklich gut recherchiert, da liest man das ein oder andere. Aber in den großen Medien, deutschlandweiten Medien, der Tagesschau, ist davon nichts zu hören. Nichts. Und da muss ich sagen, das wundert mich. Das ist ein Thema, das betrifft alle. Und davon hört man nichts. Also das ist einfach unbegreiflich. Ja, genug ausgekotzt. Wie seht ihr das Thema? Seht ihr das genauso wie ich? Also muss hier die Medienberichterstattung mehr liefern? Muss die Medienberichterstattung endlich aufhören, Tesla-Bashing zu betreiben? Wie bekommen wir die Informationen mehr her, was sowas betrifft, was solche Gerichtsverfahren betrifft? Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.